Weltgildenkampf steht an, würde ich sagen. Komm mal mit. Let's go! Wir starten rein in die erste fantastische Runde mit einem Boring-Team. Ich weiß, es tut mir leid, aber der muss halt immer mal mit dabei sein. Ihr kennt das Spielchen doch, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier die beste Option war, mit dem Team hier reinzugehen. Seht ihr gleich noch im Laufe des Kampfes, weil es hatte sehr viele potenzielle Sachen, wo man ein Bollwerk hätte einsetzen können. Das ist ja funny, ne? Yo, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass sie mir die Wille strippt. Okay, tut sie aber nicht. Glück sei Dank oder so, ne? Ich weiß doch gar nicht, irgendwie ist kacki. Warte mal, ich will noch gar nichts. Ich wollte eigentlich die Revenge haben. Der hat mir die Wille gestrippt, oder? Hat sie jetzt die Wille Ich meine schon, ich bin mir nicht sicher. Kackvieh, ey. Fischi. Ich warte auf mein Reckless. Kann auch ein bisschen dauern, ne? Kann auch ein bisschen dauern, ja. Und dann one-shotten wir den Shazam und dann müssen wir wieder 3 Runden warten. Ihr kennt das Spielchen. Holy shit, da kann ein Deathbreak? Krass. Wann kann ein Deathbreak, Alter? Reicht das? Oh no! Immer diese eine HP. Okay, Gott sei Dank, der scheint nicht... Ist der ready mit Reckless? Ich hoffe einfach, warte. Ja, er ist ready, guckst du da. Easy going, Alter. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder 3 Runden warten. Ist das nicht schön? Wir kennen das Spielchen, oder? Immer 3 Runden war. 4 Runden sogar. Holy shit. Hat der echt so eine hohe Ablenkzeit? Krass. Aber warte mal. Ich glaube, wenn sie nicht zu stark prockt, kann sie sich nicht dagegen halten. Oh, wow. Das war ja viel. Oh, es reicht, oder? Müssen gar keine 3 Runden warten. Alles gut. Geht das hier? Oh mein Gott. Shit. Oh mein Gott. Shit. Die macht Sachen. Die macht richtige Sachen. Oh, hä? Ich bin gecuttet. Ha. Ha. Oh mein Gott. Die Gianna hat richtige Sachen gemacht. Ich weiß es nicht. Das kommt selten vor. Das kommt verdammt selten vor, dass die Gianna das Richtige macht. Ich sag's euch. Okay, das ist fein. Eigentlich ist mein erstes Target immer erst Raok. Aber heute sind wir mal ganz, ganz speziell. Darauf habe ich gehofft. Danke, Beißen. Das ist Prox. Sehr schön. Die Def ist so kacki. Also inzwischen. Aber wobei, man muss sagen, die Gianna hat mal das Richtige gemacht. Ja, die hat die Bombe gut gelandet, also mehr oder weniger aufs richtige Target und danach den Strip gesetzt. Also das kommt selten vor, dass das die eine Gianna macht. Also, ja. Ich bin schneller, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, krass. Aber schaut euch mal die LD-5s an, Alter. Das ist ein Traum, ey. Das ist ein falsches Target, Junge. Egal, warte mal. Ich hoffe einfach, dass sie auf Qual ist oder so. Dass sie nicht rausprockt. Aber sie hat nicht geprockt und die ist auch squishy. Oh mein Gott, die kommt dran. Oh nee. Holy shit, die haben Unbesiegbarkeit? Guck mal, ich kann das Spiel nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Monster machen. Ja, bei LD5s muss man es nicht unbedingt. Ja, bei LD5s, die hat man halt nicht alle auf dem Schirm. Soweit kommt's ja noch. Ne, dass man die mal sieht, kommt ein Jubiläum vor. Guckt euch Han an. Han hat richtig Bock, aber Han ist dead. Eine Bombe. Und der da weiß ich nicht. Kommt auf an, aber der war auch relativ squishy, meine ich. Ich glaube, das war auch mehr so ein Fun-Team vom Typi. Also passt schon. Kriegen wir jetzt dann. Guck mal, Iris. Die hat immer noch nicht die Max-Skills. Krass, ist mein Stripper. Und mein Qual-Stunner. Optimal Prime. Ich weiß nicht, ob das so gut ausgeht. Ich denke nicht. Ich wusste aber nicht, was ich da machen soll. Ich wollte ein bisschen spezieller sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da wollte ich heute einfach mal ein bisschen spezieller sein. Und ich dachte mir, Iris. Nehmen wir mal Iris. Schon okay. Wir haben noch einen Clan. Ich bin tot. Wir haben noch einen Clanser da. Passt schon. Guck mal, passt wirklich. Aber ich glaube, ich kriege jetzt einen rein. Natürlich. Oh mein Gott, I'm dead. Oh mein Gott, die strippt das wieder, ne? Ja, gut. Oh, ich lebe noch. Warte mal. Okay, okay. Ist fein. Ist fein. Stun. Oh. Oh, das hat funktioniert. Der Stun nicht. Also, oh. Ari. Ist der auf Wii U? Hä, ist der auf Wii U? Okay, machen wir nicht deinen zweiten da. Oh mein Gott, die strippt schon wieder, ne? Ja, es ist ja hin und her hier. Oh. Oho, jetzt gehen wir auf den da. Das ist schon okay. Stun. Schade. Nee, wir brauchen hier den Heal. Stun. Schade. Ist okay. Ja. Oh, ist gar nicht so geil. Nee. Ich gehe mal kurz safe und gehe mal erst auf die alte da. Nee, da auch. Nein, shit. Die landet immer in der... Oh, I'm dead. Überall ein Deathbreak drauf. Sheesh. Okay, war alles gut, alles gut. Oh ja, alles gut. Der ist auf View? Ich wusste, habe ich den echt auf View? Wo habe ich den auf View? Okay. Ich dachte, meiner wäre auf Broken Nemesis Zeugs. Ah nee, gar nicht. Na, jetzt fällt es mir wieder ein. Ach ja, das habe ich ja mal geändert, weil ich ihn ja nicht in der Dev stehen habe. Weil ich ihn ja mehr für BK nutze. Ich habe alles gestrippt.
Wow, Iris-Soupé. Death Buff hoch, einfach nur so und tschüss. Hahaha, look at this. Ah ja, unser gute Dot-Team. Ob das hier funktioniert, weiß ich nicht. Da steht immer noch ein Abellio und irgendeiner, der ganz viel Sachen macht da, ganz links da. Oder auch nicht. Okay. Oh doch, macht sie, guck. Ich sag's ja. Aber dafür haben wir jetzt Trevor dabei. Ne, die gute Nora. Ja, das ist fein. Und der Chandra, der kann auch auf dem ersten strippen. Vergisst man häufiger mal, ne? Guckt euch das an, die sind dumm. Guck mal, die sind dumm. Ist ja auch nur eine KI, ne? Na, wartest du. Okay, zack, zack. Und die sind, ey. Oh, ach ja, Revenge wird ja nicht getriggert. Das ist ein bisschen schade bei Isildjian, muss man halt schon sagen. Na, ein bisschen schade. Pau, pau. Oh ja, schön. Ah, der tötet sich. Guckt euch den Otto an, Alter. Guck mal, das ist so gut, weil der Chandra zuerst angreift, hat er gestrippt für Isildjian mit dem ersten. Das ist so gut immer, ey. Aber ich glaube, die gehen jetzt auf den Isildjian. Oh, nice stun. I love it. Oh mein Gott. Warte. Okay. Ja, ich sag's ja. Okay, leider kein Stun. Scheiße. Ah, die ist ready. Warte. Oh, ist Proc, please. Nein. Die Proc, du kannst nicht procken. Shit. Ich muss es machen. Ah, die hat die Scheiße drauf. Shit. Na, ist nicht schlimm. Warte mal, das wäre random gewesen, ich Idiot. Egal. Provo? Nein. Oh, warte mal, der hat kein Death Rack mehr. Ist alles gut. ich mache jetzt hier so. Okay. Stun. Oh, oh. Ey, der Kinky, ne? Der Kinky, der macht mir ein bisschen Angst, aber ich glaube, es ist safe. Safe, oder? Guck mal, safe wie grüne Grütze. Keine Ahnung. Let's go. Wir starten rein in die zweite Runde, Freunde. Und zwar gegen das hier. Ist das noch safe? Ich habe keine Ahnung. MST sieht man tatsächlich so in der Defense selten noch. Wobei ja der Molly-Nerf war, ne? Ich weiß es nicht. Ja, das ist jetzt mit Tua Damn. Sonst hätte ich versucht zu One-Shotten. Okay, ich proc sehr gut. Okay, hätte ich vielleicht nicht so häufig geprockt, sehe die Sache vielleicht anders aus, aber es sieht mir sehr safe aus. sieht mir sehr safe aus hier, ich weiß nicht. Ja, sieht gut aus, ey. Keine Ahnung, passiert nicht so viel, ey. Aber ich glaube, das lag jetzt so ein bisschen an den Procs. Hätte ich jetzt nicht so viel geprockt, sehe die Sache. Okay, die ist einfach implodiert. Ich sag's, die ist einfach gone. Okay, wie das gute Dot-Team. Ich liebe dieses Team. Schon mal leid. Gut, dass die den Deathbreak hat, dann werden sie auch alle auf die gehen. Okay, machen wir wieder so das Spielchen. Ich habe ein bisschen Angst vor Minato. Ich habe noch nicht so ganz mit dem gegen den gebufften Minato gekämpft. Okay. Das ist so gut, dass der Chandra, also so gesehen zuerst, ich habe ihn gestunt, weil er nicht in dieser komischen Hand protect. Oh mein Gott, die hat ein Schild. Nein, das war nicht ganz so schlau, glaube ich. Ich vergesse immer, dass der Chandra nichts macht, wenn es ein Gegenangriff ist. Der macht dann, oh mein Gott, wir sind dead. Ich verbaue es mir gerade selber, weil ich spiele wie der letzte Otto. Das ist so gut, dass der... Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott, ist alles fine. Alles noch... Alter, die macht gut Schaden, ey. Ist er okay? Okay. Wir chillen die nochmal. Weil der Deathbreak ist weg. Leider kein Stun auf Minat. Ah, okay. Jetzt kann ich ihn nicht stunnen. In dieser Form kann ich ihn nicht stunnen. Aber, hä? Ist er irgendwie doch ziemlich shitty. Keine Ahnung. Stun. Okay. Naja, okay, ich dachte, das wäre spannender mit Minato jetzt, aber irgendwie ist es immer noch kacki. Weil der greift ja gar nicht an. Ich dachte, der greift an, wenn der in dieser Hand ist. Wenn man ihn da nicht stunt, wenn man ihn dann da nicht stunnen kann. Ich dachte, der... Oh shit, falscher Skill. Hey, ich habe eingefrorene Finger. Okay. Ja, wir machen einfach wieder hier. Was hat die? Hat die eine Passive, die alte? Ja, diese komische mit den Dots da, ne? Okay. Ja, damit kann man nur leben, wenn die ausgenockt ist. Alter, Minato lebt immer noch. Kannst du jetzt mal sterben? Und der lebt auch noch, ey. Okay. Ja, der ist eigentlich dead, aber ich mach's so. Weil er kann stun. Aha. Ja, weiß ich nicht. Minato ist irgendwie doch immer... Also, ja, er überlebt sehr lange. Es dauert 3 Jahre, bis er mal dead ist. Okay. Ding, jetzt kann ich ihn nicht stun. Das habe ich heraus... Also, das habe ich verstanden. Okay. Das ist auch fein. Titties. Gut. Ach so. Genau. Hier ist eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin. Bei dem hier. Wenn ich jetzt Racklesse, geht das durch die Passive oder nicht? Ich vergesse es immer. Es geht nicht durch die Passive. Reicht das? Okay, wir sind dead. Ich vergesse es immer. Ich bin mir nie so sicher, wann es, also was durch die Passive durchgeht und was nicht. Bin halt ein bisschen dumm. Aber das ist, glaube ich, nichts Neues, oder? Ich vergesse es halt immer. Aber Bollwerk geht da durch. Bollwerk geht da durch, aber selbst Molong geht da nicht durch. Okay, aber das ist nicht schlimm, weil er ist jetzt trotzdem dead. Ja.
Jetzt sind wir, ja gut, jetzt Leica noch. Leica könnte noch ein bisschen problematisch werden, glaube ich. Weil Leica, also ja, Bollwerk geht auch durch die Passive von Leica. Ah, okay, davon kann man so ein bisschen, ah, ja, guck mal. Muss man sich einfach mal merken. Bei Leica geht der Molong Reckless ja auch nicht durch. Und daran weißt du, dass die durch die Passive beim Dings auch nicht durchgeht. Okay, das sollte ich mir einfach mal merken. Wir sind dead trotzdem, glaube ich. Wenn ich jetzt hier nicht mal in Deathbreak lande. Okay, in Deathbreak haben wir. Das ist fine. Der darf jetzt nicht so hart revengen. Jetzt muss ich auf Bollwerk warten. Okay, nevermind. Der ist wieder full life, ey. Ah, das reicht, glaube ich, nicht. Und vor allem... Ah, oh. Ich versuch's, aber ich glaube, das reicht nicht. Bin mir nicht sicher. Nope. Ja, aber eher vielleicht. Haha! Wir haben gewonnen. Haha! Wundervoll. Beautiful. So, jetzt müssen wir wieder nur auf den Reckless warten. Dann, guck mal, hätte ich mir noch sparen können. Dann hätten wir die jetzt einfach snipen können und wir hätten diese ganze Sache einfach schon hinter uns. Tja, gut. Bin halt nicht so ganz auf der Wellenlänge heute. Haha, guck mal, wir müssen gar nicht so lange warten. Guck mal, das Spiel ist mir heute ein bisschen treu. Okay. Das war nicht ganz so schlau. Ich hoffe einfach, dass sie gut stunt. Ja, der war optimal. Wow. Wow. Ja, das ist gut, ey. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wenn hier zwei Volldeppen überhaupt nichts trifft. Okay. Ja, brauchen wir nicht. Ja, cool. Okay, Sierra ist dead. Falls Molong jetzt meint, gleich auf sie zu gehen. Also Wusa wahrscheinlich. Oh mein Gott, ich habe nicht getroffen. Oh mein Gott. Nee, es kann sein, dass sie auf Rauk gehen. Aber ist das schlimm? Rauk wäre tatsächlich fine. Ist okay. So, der Vogel ist dead, oder? Nee, der ist nicht dead. Nee, der ist nicht dead. Jetzt ist er dead. Okay, ich gehe mal safe. Jetzt ist aber der Rest dead. Bis auf Gianna. Schafft das Gianna alleine? Kann. Ja, kann. Kommt ein bisschen aufs Procken an. Kommt ein bisschen jetzt gleich auf den Strip an. Und er darf nicht Rack lassen. Strip. Okay, diesmal. Ah, okay, das ist fine. Jetzt kriegst du die Bomb. Okay. Ah, okay. Ist fine, ist fine. Ist fine. Ah, okay, okay. Yep, haben wir. Schaffst du so. Oder vielleicht auch nicht. Das habe ich. Ist der zweite. Die Willis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das war aber knapp, Alter. Okay, hier weiß ich nicht. Ich wollte Lucian. Wollen wir wissen, ob das. Ist das Lucian-Bar? Safe, oder? Müsste Lucian-Bar sein, oder? Ja, ist Lucian-Bar. Look at this. Easy. Außer. Na, Savannah, weiß ich nicht. Die geht wahrscheinlich auf Busted. Busted ist da. Okay, robuster als der Lucian. Das ist schon fein. Kill this. Komm mal, ich habe das erste Mal in meinem Leben was geluscht in einem Wegkicker. Ich weiß nicht. Guck mal, ich habe was hingebacken bekommen. Der Wahnsinn, mit Luschen. Cool. Okay. Oh, wow. Oh, yeah. Wir haben die All-Attribut-Scroll. Und das war's auch. Okay, cool. Was stand da? Keine Ahnung. Egal, gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. War ein kurzer, knackiger Weltgegenkartenbombenfang. Ja, warte, wir können das meinetwegen machen. Kurz, wenn Leute Interesse daran haben, was ich da behalte oder was nicht. Aber unwahrscheinlich Schaden auf Wind ist okay. Zusätzlicher Schaden ist immer gut. Was haben wir hier für ein Arti? Schaden auf Feuer, Speederhöhung. Nee, brauche ich nicht so ganz. Könnte für Werde Trickaroo ganz okay sein, wegen Schaden auf Feuer, dies, das. Wie ist das hier gerollt? Dreimal in dem? Einmal da? Ist aber ein Attack. Ah. Ja, ich kann, das können kann man mal behalten. Gut, okay, jetzt bin ich durch. Bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.